Ja, das wäre also jetzt die mobile Dusche bzw. der Duschsack. Der ist etwa 70 cm lang und etwa 20 cm im Durchmesser. Alles schön verpackt in einem Sack. Also auch wenn mal noch ein bisschen Feuchtigkeit drin wäre, es würde im Auto nicht auslaufen. Ja, alle miteinander. Also, wir erklären euch und ich erkläre euch jetzt, was wir hier für eine komische, lustige, super Dusche haben in unserem T5 California. Also, wir haben alles ein bisschen versucht. Wir haben versucht, kalt zu duschen und verrostet zu duschen, in einem Duschzelt zu duschen. Aber wir haben immer wieder gemerkt, dass eigentlich, wenn wir eigentlich am Abend, wenn wir müde sind oder auch in Orten, wo es halt nicht möglich ist, draussen zu duschen, dass wir zwei Sachen gerne möchten. Wir würden gerne können geschützt drin duschen und wir würden gerne mit warmem Wasser duschen, nicht mit Kaltwasser. Wenn das ganz viele harte Siechen schaffen, wir haben das nicht wollen. Das heisst, wir haben einiges an Planung gehabt, um das Ziel umzusetzen. Das Erste, was wir müssen haben, wie können wir das Warmwasser lösen. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten von, ich würde gar nicht alles aufzählen. Wir haben nach vielen Möglichkeiten uns zu etwas entschieden, nämlich zu einem Warmwasserboiler in Kalifornien. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht viele haben das, aber wir haben das wählen. Und dazu haben wir das unterste Kästchen von unserer Küche geopfert, die unterste Hälfte vom untersten Teil von dem Kästchen. Wir haben einen 6 Liter Boiler dort verbaut. Für das gibt es extra ein Video. Das heisst, 6 Liter 70-gradiges Wasser gibt wunderbar etwa 10-15 Liter warmes Wasser, dass zwei Menschen duschen können. Das heisst, warm abduschen, einseifen, wieder abduschen. Also relativ einfach. Aber das haben wir eigentlich wollen. So, also, wir haben einen Boiler verbaut mit einem Mischer, wo man in der Küche oben kann, warm Wasser mischen. Das zeige ich euch nachher gerade. Für das gibt es extra auch ein Video. Das zweite, was wir gebraucht haben, ist nebst dem Boiler natürlich genug Energie, um den Boiler zu füttern mit Strom. Das heisst, wir haben einen 1500 Watt Sinuswechselrichter verbaut auf dem Beifahrersitz, unter dem Beifahrersitz. Auch das haben wir verbaut. Für das gibt es auch ein Video, wo man anschauen kann, wie wir das gemacht haben. Wir haben also von der ersten Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz die angezapft und haben auf dem Beifahrersitz unten rein einen 1500 Watt reinen Sinuswandler verbaut. Dann haben wir Sinuswandler und Boiler verbunden und das auch so gemacht, dass wenn wir irgendwo auf einem Campingplatz sind, dass wir auch am Landstrom anschliessen können, dass wir dann unsere Batterie nicht bräuchten. Also dass der Boiler auch geheizt werden kann, wenn wir auf einem Camping sind. Jetzt klar, dass der Boiler natürlich viel Energie braucht. Das heisst, er braucht etwa 40 bis 50 Ampere, aber natürlich nicht auf die Stunde, weil er ist in einer guten Halbstunde ist er eigentlich ist er heiss. Also er hat sehr gute, starke Heizung, Leistung. Und von dort her machen wir es meistens so, dass wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir den Boiler einschalten und wenn wir dann noch einmal ankommen, haben wir eigentlich heißes Wasser. Auch wenn es dann vielleicht nächsten Tag noch halb warm ist, können wir es nochmal aufheizen. Für das lange dann die Batterie sowieso. Also, in diesem Video zeige ich euch, wie man die Dusche installiert, nämlich da drin im California. Das ist das Ziel, dass man da drin duschen kann. Und das zeige ich euch jetzt mit einem wunderbaren Produkt, nämlich mit dem Duschsack, den man aufhängen kann, wo eine Firma in Valencia, in unserem Lieblingsspanien, verbaut, wo ihr dort bestellen könnt. Sehr gutes, hochwertiges Produkt für unter 300 Euro. So, also, man hat den Sack. Man nimmt die Dusche raus. Zu dieser Dusche gehört ein Schlauch, den man anhängen kann. Und so ein Sack mit einem Boden. Das ist sehr ein hochwertiger Boden. Eine Art wie ein Bootsboden. Hartem, ja, weichem, intensiver Plastik, den man da brauchen kann. Und dort hat es einen Anschluss, wo man dann kann den Schlauch anhängen kann und mit einem Schlitz bei den Türen
dann das Wasser rausleiten. Wir haben auch gemerkt, dass das auch manchmal nicht einfach ist, weil wir ja nicht möchten, überall so Shampoo-Wasser rauslassen. Auch da haben wir dann noch so einen Gardena-Schlüssel dazu gemacht, so ein Ventil, wo wir eigentlich da vorne an tun und dann eigentlich absperren. Das heisst, dass man am Schluss vielleicht 10 Liter im Boden drin hat, wo man dann die Tür aufmachen und rauslaufen lassen kann. Oder eben auch in einen Behälter tun. So vom wir dann so einen, haben wir dann mit dem meist zweimal gefüllt und dann in eine Tolle geleert, wenn man halt neu mit steht. Was nicht sehr elegant ist, wenn man Duschwasser rauslässt, muss man es halt so schnell in die Tolle bringen. Dann haben wir da oben in dieser Dusche hat es Stangen verbaut. Das heisst, dass die Dusche dann schön offen eigentlich bleibt. Und wir haben dann hier da so Haken dran gemacht, wo man dann aufhängen kann im Kalifornien. Im Kalifornien oben hat es verschiedene Möglichkeiten zum Einhängen. Das heisst, wir fangen hier einen mal an. Am einen Haken, der raufgeht zu der Kindersicherung. Einmal. Dann zum vorderen Haken. Zweimal. Dann da oben. Dreimal. Und dann da hinten noch. Da. Ich kann jetzt hier aufmachen natürlich. Man hat hier gute Möglichkeiten, Shampoo rein zu tun. Man sieht hier schön am Boden runter. Wir haben hier die Möglichkeit, warm Wasser, indem wir ganz rauf gehen. Kommt ganz warm Wasser, ganz kalt und mischen. Kalt, mittel. Und ganz warm, da kommt nur Boilerwasser. Eine Mische haben wir natürlich auch eingebaut. Den gibt es auch im Zubehör. Und auch für das gibt es ein Video. Wir haben halt hier so einen Wechsel, damit wir den Winkel verstellen können. Dann haben wir hier so einen Anschluss. Damit man hier nicht dran zieht, haben wir meistens hier oben so einen Haken eigentlich gehabt. Damit das etwas entspannt ist, haben wir geduscht. Und dann haben wir hier die Dusche. Der Durchschlauch, wir haben hier unsere Öffnung. Können wir schön aufmachen. Dann kann man hier reingehen. Ich kann hier wieder zumachen. Nimmt die Dusche. Und kann, haben wir es hier gesehen, kann dann hier schön duschen. Und das Wasser geht natürlich hier rein. Ich kann das eigentlich schön auf und zu machen. Es hat wirklich ringsum, hat es hier schön durch die Lättchen. Und durch das bleibt es eigentlich schön offen. Man kann hier wirklich relativ gut duschen. Wunderbar. Das wär's gewesen. Ja. Go with the flow.